Erinnert ihr euch an den Cayman? Dieses super schnelle, geile Track-Tool, mit dem wir schon viele deutlich stärkere Autos am Nürburgring in die Knie gezwungen haben? Nun, er war ein bisschen grau und langweilig, um ehrlich zu sein. Und wir haben dasselbe gedacht, deswegen ist er jetzt beim Folierer. Und jetzt gibt's Farbe. Jetzt gibt's Farbe. Und damit das mit dem letzten Video, das ihr definitiv auch anschauen solltet, gut zusammenpasst, fahren wir doch mit unserem neuen Schlüssel. Wenn man so zurückdenkt, Cayman war ja in einigen Videoprojekten bisher mit dabei. Ich erinnere mich da, wenn es videospezifisch geht, ja an die Foto-Challenge, die One-Shot-Foto-Challenge, die ich mit Felix gemacht habe. Aber abgesehen davon war das ja unser Nürburgring-Sonderauto. Unser Track-Tool ja. Schon bisher, ja genau. Und was erinnerst du dich du denn am besten mit dem Cayman damals? Wo die Kathi mitgefahren ist natürlich. War bestimmt ziemlich schwierig auf die Strecke zu gucken, während sie im Beifahrersitz saß. Ja gut, aber die Kathi hat ja auch nicht so reagiert. Ja, die kennt halt Speed schon ein bisschen. Ich glaube, der Bernie hat dann ein bisschen mehr einen Aufschrei gemacht, als er da auf seiner Runde mit dabei war. Also die Gesichter waren teilweise schon echt witzig vom Bernie. Ja, eine Sache gab es dann noch, wo wir immer im Grand Prix-Kurs mit dem Cayman gefahren sind. Das war witzig. Ja, während Covid haben sie ja öfter den Grand Prix-Kurs auch mit dran gehangen, weil ja die Veranstaltungen dort alle ausgefallen sind. Ja, das gab auch positive Folgen von Covid, aber erwähnen wir das. Nicht viele, aber für Autoenthusiasten doch ein paar. Ja, und jetzt wird er ganz anders aussehen. Willst du uns einen kleinen Sneak Peek oder einen kleinen Teaser geben, wie das Auto aussieht? Ich sag nur, geile Farbe. Dann warten wir mal drauf. Das ist momentan der Maibaum-Traktor, also es könnte noch ein bisschen dauern. Ja. Ja, und da sind wir schon angekommen und im Hintergrund hört man den Cayman schon, er fährt gleich raus. Also hier ist der neue Look von unserem Track-Tool-Monster. Ja, Lively Green oder Lively Green wegen Live, zu leben, heißt diese Farbe. Ist eine Satin-Mattfarbe mit Flakes drin, ist eine sehr schön auffällige Farbe. Und die Farbe erinnert so ein bisschen an unseren alten Mark II Ford Focus RS, den wir hatten, an das Ultimate Green. Von den Flakes her mit dem leichten Gelbstich hier unten, jetzt bin ich direkt in der Sonne, da sieht man es ein bisschen, im Schatten ist es ein bisschen bläulich, es ist eine sehr geile Farbe. Mir fällt gerade ein, der Tom, unser Nachbar, der hat ja einen GT3 RS in grün. Ja, wir sind die Green Gang, wenn wir zum Nürburgring fahren. Genau. Green Gang on Tour. Da mache ich dann Poster für. Was sind die Meinungen zu dem Auto? Grün! Jo.